Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, fange ich dann einfach mal schon ein bisschen an zu erzählen. Also ich bin bei der, ja, sieht man hier auch in meinem Shirt, bei der Firma Atva Optical Networking. Es ist eigentlich ein mittelständisches deutsches Unternehmen und der eigentlich einzige verbleibende DWDM-Hersteller in Deutschland. Also wir entwickeln und produzieren in schönen Thüringer Wald, in Meiningen, wenn man so will, vielleicht gebaut auf den Ruinen des dortigen Robotronwerkes. Inzwischen gibt es uns seit ca. 25 Jahren, wir haben 1500 Mitarbeiter. Und das Slide muss ich selber bedienen, gehe ich mal von aus. Ja, genau, gut. Und ja, wie gesagt, deutsches Unternehmen. Und wir beschäftigen uns seit ca. 5-6 Jahren mit dem Bereich, Teilbereich Verschlüsselung. Ursprünglich kommen wir eigentlich aus dem Rechenzentrumsbereich. Also wir haben damals vor 25 Jahren die ersten Mainframes vernetzt mit ESCON-Protokollen, die dann über 20 Kilometer die sagenhafte Übertragungsgeschwindigkeit von 200 Megabit realisiert haben. Das Ganze konnte man dann viermal auf eine Glasfaser legen. Das waren so die Anfänge von ATVA. Das ist natürlich sehr stark gewachsen im Segment. Und heute haben wir ein relativ großes Produktportfolio, so im Großen und Ganzen alles, was sich Optical Networking nennt, kann man mit der Gerätetechnik von ATVA machen. Nichtsdestotrotz, dieser linke untere Bereich hier ist immer noch eigentlich ein sehr großer Bereich, auch vom Vertrieblichen her gesehen, und wirklich, wo man klassische Rechenzentren vernetzt und mit Ultra, ja, High-Speed-Datenübertragung. Und das ist eigentlich auch das, wo ich ein bisschen von reden will. Seit circa 5 Jahren gibt es die Möglichkeit, dass man direkt auf dem Layer 1 verschlüsselt. Das haben wir damals gebaut, inzwischen haben wir das auch in den Layer 2 übertragen. Die meisten Leute kennen natürlich Verschlüsselung vom Layer 3, da macht das im Großen und Ganzen jeder. Dann gibt es noch eine Handvoll Firmen, die das auf dem Layer 2 macht, wie zum Beispiel eine Rode und Schwarz oder eine AT Media hier in Deutschland. Ja, und dann gibt es seit 5 Jahren eben auch die Möglichkeit, das auf dem Layer 1 zu machen. Da ist jetzt irgendein Slide. Jetzt haben Sie nicht die Slides, die ich Ihnen gerade eben gegeben habe, sondern die ich vorher geschickt habe. Kann das sein? Aber ist egal. Wurscht jetzt. Wenn ich verschlüssel, auf welcher Ebene kann ich das machen? Wie ich gerade gesagt habe, normalerweise machen das die meisten Leute auf IPsec, also auf dem Layer 3. Aber je mehr wir in die höheren Bitraten gehen, also typischerweise, wenn wir in Gigabit-Richtung gehen, dann funktioniert das auf dem IP-Layer einfach nicht mehr performant, dann ist es auch teilweise nicht mehr administrierbar. Deswegen gehen viele Leute heute auf die Übertragung auf dem Layer 2. Aber wenn wir im Bereich der Rechenzentren sprechen, dann kommt man natürlich ganz klar auf die Frage, wie verschlüssel ich 10 Gigabit, wie verschlüssel ich 40 Gigabit performant, wie verschlüssel ich 100 Gigabit performant. Das zweite Problem ist, was man sieht, ist, je höher ich auf den Layern verschlüssel, desto mehr Informationen gebe ich natürlich preis. Das heißt, wenn ich auf dem Layer 3 verschlüssel, dann habe ich immer noch Teile lesbar. Wenn ich auf dem Layer 2 verschlüssel, habe ich immer noch die MAC-Adressen, die ich potenziell für einen Angriff ausnutzen kann. So, dass wir heute sagen, eigentlich ist das Allerbeste, wenn man das so weit unten auf den OSI-Layern macht wie möglich. Kann natürlich sein, man muss das auf verschiedenen Layern trotzdem machen. Sie schließen ja auch nicht bloß die Haustüre ab, sondern haben vielleicht noch eine Alarmanlage und ein Tor um ihr Häuschen rum. Deswegen kann man einfach dort auch vom Schichtmodell ausgehen, was die Sicherheit betrifft. Typischerweise kann man sagen, je weiter unten ich das auf den Layern mache, desto performanter, desto latenzarmer. Und desto einfacher kann ich das handhaben, je höher ich mit den Layern gehe, desto schwieriger, komplizierter und anfälliger wird es. Was wir heute machen ist, wir haben das auf im Großen und Ganzen zwei Themengebiete fokussiert. Das eine ist die Encryption bis zu 100 Gigabit hoch, das kann man nur auf dem Layer 1 machen, das macht keinen Sinn, das auf anderen Layern zu machen. Dort haben wir ein eigenständiges Produkt, das heute auch noch einzigartig auf der Welt ist, also es kann heute keine 100 Gigabit verschlüsseln. On the fly, wie man das nennt, ohne irgendwelche Performance-Impacts, ohne irgendwelche Latenzproblematiken. Zum Zweiten haben wir das Ganze weiterentwickelt auf den Layer 2, wobei wir dort vom typischen MACsec-Ansatz weggegangen sind, gesagt haben, ja, man kann das jetzt zum Beispiel MACsec Plus nennen, es gibt im Großen und Ganzen keine Bezeichnung dafür. Was man eben dort tut, ist, dass man, komme ich gleich nochmal dazu, dass man die WLAN-Tags aus der Verschlüsselung rausnimmt
um eben dann die Möglichkeit gibt, auf dem Layer 2 geswitcht durch ein komplettes Netzwerk zu tunneln. Dort haben wir ein Produkt entwickelt, das kommt jetzt in den nächsten paar Wochen, Monaten endgültig raus, wo genau diese Technik eben verbaut ist, wo ich den WLAN-Tags eben sagen kann, ob sie mit in der verschlüsselten Einheit oder im verschlüsselten Payload sind oder ob ich sie davor ziehe. Heißt, ich kann auf dem Layer 2 eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung realisieren, die ich sonst nur eigentlich auf dem Layer 3 bauen kann. Ja, wie wird das gemacht? Das ist im Prinzip der unencrypted Frame. Und das Standard MACsec-Format hätte im Prinzip die kompletten Tags verschlüsselt. Und wir haben eben jetzt die Möglichkeit, dediziert Punkt-zu-Punkt oder Punkt-zu-Multipunkt fähig, diese Tags rauszuziehen oder zu definieren, welche Tags verschlüsselt werden und welche nicht, sodass wir am Ende des Tages die Möglichkeit haben, das Ganze in einem übergeordneten, zum Beispiel einem Carrier-Ethernet-Netzwerk, Ende zu Ende verschlüsseln. Das Ganze kann man machen, performant, 1 Gigabit, kann man auch mit 10 Gigabit machen. Man kann das, wie hier gezeigt, eben mit einer ganz normalen Punkt-zu-Punkt-Geschichte machen oder man kann auch verschiedene WLANs definieren. Ich glaube, im Augenblick können wir bis zu 32 Proports Ende zu Ende, also in einem Punkt-zu-Multipunkt-Modell verschlüsseln. Zur Technik, die dahinter liegt, komme ich gleich noch ein bisschen, weil die ist genau die gleiche, was wir auf dem Layer 1 machen. Auf dem Layer 1 gibt es schon lange, der eine oder andere kennt sie hier vielleicht. Das ist eine ganz normale WDM-Transportplattform. Ende des Tages kommt man mit verschiedensten Signalen an, die dann optisch auf eine Welle oder auf ein physikalisches Kabel gemultiplext werden. Und man kann mit so einem Gerät typischerweise Bandbreiten im ein- bis zweistelligen Terabit-Bereich transportieren. Das gibt es schon eine ganze Weile, das ist auch, gibt es auch von anderen Herstellern natürlich, das ist eine Standardtechnologie, würde ich heute sagen. Was neu ist, ist eben, dass man die Möglichkeit hat, auch on the fly hier zu verschlüsseln und dort haben wir, das ist jetzt schon die zweite Generation Modulen, die wir dort entwickeln und was wir eben dort machen, wir verbinden die Möglichkeit des elektrischen Aggregierens, sprich man kann bis zu 10 verschiedene hochbitratige Signale in so ein Modul eben reinpacken. Das Ganze wird dann über GMP in einen Odoo Flex Container gemappt und dort, wo wir dann schon bei den 100 Gigabit sind, kann man dieses dann on the fly verschlüsseln. Als Verschlüsselungsstandard haben wir AES-256 gewählt und man kann sich das Ganze so vorstellen, also immer ein Modul, korrespondiert natürlich mit dem Modul auf der Gegenstelle, ist also eine reine Punkt-zu-Punkt-Technologie und so ein Modulpaar arbeitet am Ende des Tages als autarkes Verschlüsselungssystem. Sprich, was man dort macht ist, wir haben dort den sogenannten PACE-Algorithmus vom BSI implementiert, das heißt Password Authentication Communication Establishment. Am Ende des Tages über eine Passwort-authentifizierten Key Exchange wird ein Diffie-Hellman-Algorithmus gestartet, der auf beiden Seiten den gleichen Key hat, um eben dann die AES-256 Key eben dort auf beide Systeme zu bringen, sodass wir mit einem asynchronen Verfahren starten und für die authentifizierte Verschlüsselungsaufbau und dann später mit einem synchronen Verfahren die Daten on the fly verschlüsseln. Am Ende des Tages ist es nichts anderes, als ob wir die Daten, die 100 Gigabit Daten, die eben reinkommen, mit dem Schlüssel, mit dem XOR-Verknüpfung verschalten und auf der anderen Seite genau das Gegenteil wieder machen. Ja. Das kann man ganz normal einfach in so ein Gehäuse reinstecken und dann funktioniert das als autarkes Element. Wir sind sogar so weit gegangen, sieht man jetzt gar nicht hier, muss irgendwo auf dem Slide stehen, dass wir, also das ist eine sehr neue Technologie, das gibt es auch noch nicht wirklich lange und wir sind auch dort vom deutschen BSI angegangen worden und stehen im Augenblick in der Zulassung für VS-NFD, für VS-NFD-Datenaustausch. Für die, weiß ich nicht, ob Ihnen das bekannt ist, für die Leute, die beim Bund waren, die wissen das möglicherweise, also Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch heißt es auf Beamtendeutsch, es wäre ähnlich zu einem NATO-Restricted Classified Level. Das heißt, es wird das erste und einzige System sein in Deutschland in der nächsten Zeit, das zugelassen ist vom BSI für Verschlusssachen. Okay, was habe ich noch vergessen? Genau, das ist auch einzigartig auf dem Layer 1. Das
bin ich mir ziemlich sicher, dass das die anderen mit Marktmitbewerber auch nicht können, sogenannte Integritätsschutz, the Method Authentication Code. Es ist relativ simpel, das Ganze ohne diese Geschichten zu bauen. Geht einfach nur darum, dass ich selbst bei verschlüsselten Signalen die Integrität meiner Daten gewähren muss. Nicht, dass zum Beispiel jemand bei einer verschlüsselten Übertragung eine 1 gegen eine 0 kippt oder eine 1-1 gegen irgendwas anderes. Das kriegt man vielleicht mit, muss man aber nicht unbedingt mitkriegen, könnte genauso gut sein, dass wenn Sie eine Überweisung tätigen, dass dann halt statt 10 Euro 500 Euro drinstehen. Kann man am Ende des Tages nicht wissen. Funktionalitäten wie EMAC schützen genau vor solchen Manipulationen des verschlüsselten Bitstroms. Anfangs haben wir gedacht, solche Art Systeme werden typischerweise in großen Rechenzentren eingebaut. Wenn man jetzt zum Beispiel, dass ich meine Deutsche Bank hat, ihr Backup-Rechenzentrum anbinden will, hochbitratig, unverschlüsselt, hat sich aber herausgestellt, dass wir vom kompletten Systemkonzept eigentlich sehr einfach liegen und deswegen haben wir auch immer mehr Anfragen, wie man das zum Beispiel auf ein vorhandenes Carrier-Netz mit aufsetzen kann. Haben uns natürlich dann auch Gedanken gemacht, um so wie wir heute auch unsere Layer 1-Technik entwickelt, kann man diese Module sozusagen auch bookended benutzen. Sprich, man kann einfach so ein Modul nehmen und über eine Standardschnittstelle sie an ein Huawei oder Siena oder Infinera-Netzwerk anschließen. In dem Beispiel ist es nur für 100 Gigabit, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber die gleiche Technologie gibt es eben auch noch für 10 Gigabit. Und das Schöne an der ganzen Technologie ist eigentlich, dass wirklich jedes Bit, das reinkommt, also jedes Bit, das von Ihrem Router, von Ihrem Switch, von Ihrem Host, von Ihrem Mainframe, von was auch immer kommt, wird verschlüsselt. Es gibt nichts, was in Klartext bleibt. Und wie machen wir das natürlich? Müssen wir ein bisschen Overhead bilden. Dort nehmen wir den normalen G709 Overhead und benutzen eben die eingebauten Kommunikationskanäle, die GCC2 zum Beispiel in dem Fall, um die Diffie-Hellman-Schlüssel, um den Diffie-Hellman-Schlüssel-Exchange zu machen. Muss dann natürlich sichergestellt sein, dass entsprechend in einem Carrier-Netzwerk diese Kanäle nicht woanders benutzt werden. Okay, ja, ist einiges natürlich mit neuer Hardware verbunden. Man muss die Produkte plötzlich tamper-proof machen, sodass wenn man das Modul rauszieht, wenn man mit dem Modul irgendwelche, ja, das Gehäuse öffnet etc. pp., dass dann alle kryptografischen Daten sofort gelöscht werden. Ist natürlich in der Handhabung dann auch ein bisschen komplizierter, das Ganze aufzusetzen. Und man kann sich von so Geschichten verabschieden, zum Beispiel, wenn man einen Fehler auf dem System hat, dass man eine Karte zieht und wieder steckt. Das wird in solchen Systemen natürlich dann nicht mehr funktionieren. Ist aber alles im Prinzip handelbar und man will ja eigentlich dann auch eine richtige, vollwertige Verschlüsselungslösung haben. Dann muss man eben auch mit den Dickröten schlucken, die dabei mit zu benutzen sind. Wenn man sich das dann heute anschaut, gibt es dann wirklich die Möglichkeit, komplett alles zu verschlüsseln, von unten rauf, von ein paar Megabit bis 100 Gigabit hoch. Dort zusätzlich, und da gibt es auch immer wieder Anfragen, und speziell jetzt auch mit dem neuen IT-Sicherheitsgesetz, dass kritische Infrastrukturen Inzidenz, in dem Fall Angriffe, melden müssen, haben wir dort auch noch physikalische Techniken implementiert. Es gibt also Stichwort OTDR, also man kann Fasern durchmessen, man kann feststellen, ob Fasern getappt werden im laufenden Betrieb. Dort haben wir auch eine Technologie entwickelt, die es eben erlaubt, parallel zum normalen Systembetrieb so eine OTDR-Messung, wenn man will, im Sekunden- oder Minutentakt auszuführen, um dann festzustellen, ob sich die Dämpfung der Glasfaser geändert hat, ob an irgendwelcher Stelle irgendwelche Angriffe erfolgt sind. So, als kleines Beispiel zur Encryption, zur Implementierung von Encryption will ich auch noch was zeigen. Also typischerweise kann man sagen, wenn man diese ganzen Algorithmen, also wenn man Diffie-Hellman, wenn man AES, wenn man das alles ordentlich implementiert, dann sollte das Thema eigentlich wasserdicht sein. Dann sollte es eigentlich auch nicht möglich sein, dass böse Leute wie zum Beispiel eine NSA oder andere Institutionen so ein Ding aufbrechen. Also durch eine Brute Force Attack zum Beispiel. Die meisten Leute machen natürlich bei der Implementierung irgendeinen
irgendwelche Fehler, sodass man über sogenannte Seitenangriffe so ein System knacken kann. Es kann zum Beispiel sein, dass man die Chips einfriert, um die Daten drin zu halten und sie nachher auszulesen. Man könnte auch teilweise die Bits rausröntgen. Es gibt alle möglichen Sachen, wo man dort Fehler machen kann. Und das Einfachste ist, das zeige ich mal ganz das Beispiel, wir haben uns sehr, sehr lange mit dem Zufallszahlengenerator Zufallszahlengenerator haben wir relativ lange Versuche gemacht und ausgewählt. Und was wir auf der linken Seite sehen, das war so der erste Zufallszahlengenerator, wo wir angefangen haben. Und wir haben da einfach mal einen XY-Plot des vermeintlichen Zufalls gemacht, das aus dem Chip rauskam. Und nach langen Diskussionen mit dem Hersteller war es dem Hersteller dann zu blöd. Dann hat er einfach zu uns gesagt, naja, was wollt ihr eigentlich von uns? Das ist doch schließlich FIPS approved. Ich denke, die Striche sprechen ein bisschen vielleicht die richtige Sprache in dem Fall. Auf jeden Fall haben wir dann noch etwas weiter gesucht und haben dann einen gefunden, der auch unserer Ansicht nach zumindest einen gewissen ordentlichen Zufall produziert. Ich habe irgendwo, gibt es irgendwo eine Zeit? Eine Uhr? Ja, habe ich noch, okay, alles klar. Gut, dann will ich noch ein bisschen technischen Ausblick geben, was da so in der Zukunft noch eben alles passieren wird. Von unserer Seite her sind wir bei der 100 Gigabit-Technologie natürlich noch lange nicht am Ende. Sprich, es wird größere Systeme geben, wenn Sie sich das Rechenzentrum angucken, wie von Amazon oder wie von Facebook, die verlangen nach massiver Bandbreite und dann gehen wir in den zweistelligen Terabit-Bereich hoch. Und es ist natürlich jetzt ein Problem, jetzt können wir nicht einfach anfangen und sagen, ach, jetzt ist plötzlich alles wieder unverschlüsselt. Deswegen die nächste Generation, wo wir im Augenblick dran entwickeln sind, sogenannte Technologie, wo man dann 200 Gigabit pro Wellenlänge fahren kann. Das heißt, jede von diesen Farben in so einer Glasfaser kann mit 200 Gigabit beaufschlagt werden. Und auch das werden wir natürlich dann in dem nächsten Wurf auch mit on the fly verschlüsseln müssen. Mit so einem System wird man die Möglichkeit haben, bis insgesamt, was waren das, glaube ich, 25,6 Terabit pro Sekunde auf einer Glasfaser zu pressen und die im Nanosekundenbereich, was Latenzzeit betrifft, zu verschlüsseln. Noch ein bisschen weiter in der Zukunft, dort arbeiten wir im Augenblick zusammen mit Toshiba und mit einer Firma namens ID Quantique aus der Schweiz, ist der sogenannte Schlüsselaustausch über ein Quantensystem. Was dort gemacht wird, man beruft sich am Ende des Tages auf die Heisenbergsche Unschärferelation, die eben besagt, dass man entweder den Zustand von einem Photon oder von einem Elektron oder von einem Teilchen messen kann, also entweder den Ort oder den Zustand. Das heißt, in unserem Falle wird dieser Effekt ausgenutzt, dass wir den Schlüssel über Photonen tauschen und im Schnitt haben wir ein Photon pro Information. Gehen natürlich einige verloren, kommen natürlich durch die Faser nicht alle durch, aber es werden manchmal ein paar mehr genommen, manchmal ein paar weniger, aber die Quintessenz ist eben daran, wenn ich dieses Photon versuche auszulesen während des Schlüsselaustausches, dann ist die Information dieses Photons zerstört und kann nachher nicht mehr benutzt werden. Durch solche Art Technologien kann man ein 100% gibt es nicht, aber ich sage ein annähernd 100% sicheren Schlüsselaustausch gewährleisten, der parallel in dem WDM-System abläuft, um eben dann die Verschlüsselungskarten selber mit Schlüsseln und mit Daten zu versorgen. Da gibt es auch einen Demonstrator, den wir mit der British Telecom in England gemacht haben, die eben ein Toshiba-System nimmt, es auf diese Art Schlüssel austauscht, um sie dann die Schlüssel in unser System einzugeben, worauf wir dann im Prinzip die mit diesen Schlüsseln verschlüsseln. Das ist was wir denken, was wir in den nächsten ein, zwei Jahren möglicherweise einbauen werden, weil es eben auch auf dem optischen Layer passiert und weil es eben auch sehr schön in so ein WDM-System mit reinpasst. Okay, dann bin ich prinzipiell am Ende meiner Präsentation. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wollte natürlich wissen, ob
es noch Fragen gibt. Wir haben eine. Ich habe gerade kurz nachgelesen, wie PACE funktioniert. Sehe ich das richtig, dass wenn ich bereits von Anfang an, bevor die Kommunikation aufgebaut wird, alles mitlese, dann im Endeffekt nur das Passwort knacken muss und dann mir alles andere rausholen kann? Also es hat kein Forward Security in irgendeiner Art und Weise. Habe ich das richtig verstanden? Im Prinzip, PACE ist ja nur, ja, was Sie eben machen müssen, wenn Sie das System in Betrieb nehmen, Sie müssen im Prinzip eine Passphrase auf beiden Seiten aufbringen vom System. Und dann startet über diese Passphrase startet der Diffie-Hellman-Algorithmus. Zuerst wird natürlich eine Zufallszahl mit Ihrer Passphrase verschlüsselt und über das wird der Aufbau dann angeleitet. Will aber heißen, dass die Passphrase, wenn ich bereits von Anfang an mitlese, dann ist wirklich die Gesamtsicherheit nur so hoch wie die Passphrase? Es kommt doch von wann an Sie mitlesen. Ja, diese Passphrase, die wird natürlich auch über einen sicheren Kanal auf beide Geräte gebracht. Das hat jetzt mit der Verschlüsselung auf dem WDM-Gerät erstmal nichts zu tun. Nee, das war nicht die Frage, sondern dadurch, dass ich die Zufallszahl mit der Passphrase verschlüssle, muss ich im Endeffekt nur brute-forcen und wenn die Passphrase nicht sonderlich gut ist, dann ist damit wenn das Gesamte... Wenn die Passphrase was? Wenn die Passphrase nicht sonderlich gut ist oder halt ich nee, einfach das ist genau, Zeit das ist habe. Ja genau der, das ist ja genau die Krux an dem PACE-Algorithmus, dass man auch, deswegen hat es das BSI für den Personalausweis ursprünglich entwickelt, um genau daraus auszuschließen, wenn ich eine Passphrase mit der schlechten Entropie habe, also mit dem quasi 1, 2, 3, 4, 5 zum Beispiel, dass ich trotzdem noch ein extrem sicheres Schlüsselaustauschverfahren bekommen kann. Das war die Idee dahinter, deswegen wurde das entwickelt. Da gibt es auch vom BSI gibt's da ein schönes Paper, das das Ganze erklärt. Ich bin da nicht hundertprozentig der Experte, muss ich dazu sagen. Ich kann Ihnen dieses PACE-Dokument aber gerne zukommen lassen. Würde mich freuen. Ja. So. Eine Frage da oben. Oh, Daniel. Ach, das habt ihr euch schön ausgesucht. Hier. Damit du arbeiten musst. Hallo. Hallo, zwei Fragen dazu. Erstens, gibt es irgendwelche Standardisierungsbemühungen, dass Layer-1-Verschlüsselung irgendwo mal in den Standard interoperabel gemacht werden soll? Frage 2, interessante Sache, wie ist roughly der Aufpreis? Also Prozent, nicht ja, absolute Werte. Danke. Die zweite Frage ist einfach zu beantworten. Also ich kann natürlich nur von meiner Firma sprechen, dass der Aufpreis ca. 25%. Wir haben immer eine herkömmliche Variante des Moduls und eine verschlüsselte Variante des Moduls. Und dort ist der Unterschied 25%. Von der Zertifizierung, man kann diese Art Technologie über FIPS zertifizieren. Das ist machbar. Ja. Naja, auch für Interoperabilität. Das wird, da nicht mal WDM so weit standardisiert ist, dass sie das bedenkenlos austauschen können, will ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann hundertprozentig mit anderen Leuten funktioniert. Gut, noch mehr Fragen? Dann sage ich danke an Uri Schlegel. Danke.